Willkommen zurück. Die Patrouille möchte ich halt hier drin einsperren. Möchte, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen schauen. Die drehen halt auch sofort wieder hier um. Wir müssen das bauen, während die draußen sind, weil die dann gleich wieder umdrehen werden. Jetzt rennen die hoffentlich wieder nach Hause. So schnell ist er hier. Jetzt. Wie haben wir eine Party? Haben wir eine Party gekriegt, weil wir... Ich habe keine Ahnung. Zahlt euren Tribut für Hidu. Jetzt bau, 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 bau das hoch. Ihr bleibt schön drin, ihr Dreckigen. Zwei Trupps sind immer noch draußen. Ehrlich gesagt, ist mir das egal. Jetzt patrouillieren die da oben in ihrer Verzweiflung. Sollen sie machen. Wir speichern. Klar, habe ich das Getreide nicht zurückbekommen, das wir dafür ausgegeben haben, aber das ist mir egal. Die sollen jetzt mal still sein. Dahinter kommt dann eine Sicherheitspalisade, um die KI zu verwirren. Jetzt kriegen die nämlich erstmal keine Ressourcen mehr und das ist schon mal viel wert. Damit sind die Territorien hier draußen auch erst einmal, ja, gewissermaßen aufgeschmissen. Das hier ist nicht wirklich verteidigt, das ist gut. Wenn wir das hier auch noch ummauern können. Wenn wir das hier mit einer Steinmauer umziehen, dann sind die Truppen, die hier drin sind, ein Nullfaktor und können nichts mehr tun. Wir brauchen nicht mal ein Tor. Wir haben nicht vor, das Gebiet da einzunehmen. Das heißt, wir müssen diese beiden Territorien hier als nächstes nehmen. Und dann müssen wir nur sicherstellen, dass das hier niemals fällt. Das heißt, wir brauchen hier einen Brunnen. Ich habe keine Ahnung, wie wir an die Edelsteine kommen wollen. Wahrscheinlich müssen wir die... Oh. Wahrscheinlich müssen wir Handelspost auch erstmal bauen für verschiedene Dinge. Ich bin bereit, das Eisen für den Handelspost jetzt mal auszugeben. Damit wir die Dinger bekommen können. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Handgelenk ist auch schon wieder im Eimer. Entsprechend, alles klar. Musste ich gerade mal kurz mal die Armschiene wieder demontieren, damit ich meine Hand hier frei bewegen kann. Wie ihr wünscht. Du sagst mir, dass es gelingt. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Ich fühle euch lustig, was? Handel mit unseren Verbündeten beginnen. Infos für Wild, Musikinstrumente für Milch, Wild für Stein. Das sind schon harte Dinger. Ein Karren wurde ausgesandt. Also um die beiden mache ich mir jetzt keine so großen Sorgen. Sobald die wieder nach Hause gehen, ist alles gut. So, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Territorium hier gut sein will. Deswegen nehmen wir es mal ein und finden es heraus. Da ist ein verdammter Bär. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten beginnen. Spielstunde werden niemals überschrieben, weil ich sicher gehen möchte, dass nicht irgendwas Schreckliches passiert jedes einzelne Mal. Schon unterwegs. Sofort. Schon unterwegs. Wir haben ein Territorium eingenommen. Okay, dieses Territorium hat einen feuchten Dreck. Gut zu wissen, es gibt hier vielleicht ein bisschen Holz. Kein Getreide. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, 6 Felder machen das hier hoffentlich. Nehmen wir das Territorium hier mit ein.
Das Lagerhaus braucht einen Ausbau. Wo es voll gehen kann. Der Bäcker verbraucht halt unglaublich viel Getreide. Deswegen stackt sie das nicht so gut hoch. Oh, ist nochmal höher. Das Lagerhaus wird auf jeden Fall schon deutlich angenehmer sein. Okay. Gehen wir Leute wieder berauben. Was hat das der Handelsposten zu melden? Für Steine kriegen wir Milch, für Holz kriegen wir Kräuter. Aber nicht so viel. Also die Preise sind schon relativ hoch und Steine brauche ich mal so selten, Steine auszugeben. Diese verdammten Wölfe müssen sterben, weil wir kein Holz reinbekommen können, dank diesen Wölfen. Wie kommen wir hier an verdammten Fisch ran? Wenn wir eine komplette Palisade hier entlang ziehen, bis nach dahin, können wir dieses Territorium einnehmen und... Das ist eine Palisade, die brennt sich durch. Wenn wir eine Steinmauer hier entlang ziehen, die komplette Strecke entlang, dann kriegen wir aber die Ressourcen von hier drüben nicht. Aber wir kriegen den Fisch von hier. Vielleicht. Dann die Fische hier, wie will man da rankommen? Die sind da oben drinne. Wofür existiert das? Zahlt euren Tribut für Hidun. Okay, die sind jetzt einfach verwirrt. Einmal richtig hart verwirrt. Die sind ein bisschen lästig, aber die können nicht viel machen. Wir können diese Außenposten theoretisch unter einer Palisade verstecken und dann sind die hier erstmal in Ordnung. Wo wir schon von Palisaden? Ach ja, wir haben kein Wild. Weil die Löwen die ganze Zeit alles wegfressen. Wir können hier hinten Wild ansetzen, aber hier haben wir Wölfe. Egal. Wenn wir jetzt Farbe holen. Nur einen Satz. Sendet mir euren Tribut. Oh, Fisch, danke. Sehr cool. Wenn wir noch irgendwo wir könnten eine Ladung Musikinstrumente kriegen, dafür brauchen wir eine Ladung Milch. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Die Dinge werden nämlich noch nicht verbraucht. Damit können wir den Ruf unserer Stadt vielleicht hoch genug kriegen, um diesen Wölfen tatsächlich Schaden zuzufügen. Und die Stück für Stück niederzukämpfen. Edelsteine würden uns gar nichts bringen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns. Für Hidun, entrichtet euren Tribut. Wir brauchten, wie gesagt, nur eine Ladung. Der Rest ist hier erstmal egal. Edelsteine wären schon toll. Aber die werden verbraucht werden, sobald Leute das Lagerhaus betreten. Wir könnten die Produktion hier verbieten. Und dann würden die das Lagerhaus nicht betreten. Wir könnten die Edelsteine noch nutzen. Wäre sogar bereit, das zu machen. Die Produktion, das hier sollte wahrscheinlich für Ewigkeiten reichen. Ihr dürft einfach nicht produzieren, dann ist das gut. Was will der? Wie ihr wünscht. Nur Geld. Na gut, wir haben auch einen zweiten Steinbruch. Wünscht. Haben wir ein Burglager? Ich glaube nicht. Kaufen wir einen Batzen davon. Haben wir Weihrauch? Wir haben Weihrauch. Damit haben wir 4 von denen. Wir kriegen noch ein bisschen Milch zurück. Danke. Damit sind wir gleich bei 50% Ruf. Und den können wir doch bestimmt benutzen, um den Abschaum zu töten. An Hundis. Wir könnten ein Gebet noch machen. Damit das Ganze noch ein bisschen um weitere 10% gebufft wird. Oder und sogar 20%. Ist eingetroffen. Hilft auf jeden Fall nur. Angriff. Okay, einen kriegt sie jetzt. Wir können jetzt einen Wolf nach dem anderen töten. Das ist die gleich weg. Schon unterwegs.
muss mich in die Burg zurückziehen. Die respawnt aber schneller, habe ich das Gefühl. Oder die Zeitbeschleunigung ist härter. Okay, der hat es noch regeneriert. Egal. Wie ihr wünscht. Stürmt los. So. Jawohl. Sofort. Löwen werden schwieriger. Mal schauen, ob sie da noch einen Tod kriegt. Oder ob sie die Stück für Stück tot kriegen kann. Alles klar. Alles klar. Dafür brauchen wir aber erstmal eine voll regenerierte Saraya. Und ein Gebet. Stürmt los. Ich muss mich in die Burg. Nö, gegen Löwen ist keine Chance. Da brauchen wir 100%. Ich habe keine Ahnung, wie wir die bekommen möchten gerade. Gegen die Löwen können wir noch nichts machen. Außer die einsperren. Die Reihe muss ganz kurz vor denen ankommen. Ei. Jawohl. Jawohl. Wie ihr wünscht. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. So, die Löwen sind still. Die machen erstmal gar nichts mehr. Ich hoffe, die Wölfe respawnen nicht, ansonsten müssen wir die auch wieder einsperren. Ja, sie ist tot. Wie viele leben noch? Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Weil, wie es aussieht. Gut, das sollte unsere Produktion erstmal in Frieden lassen. Es gibt kein Zurück. Sehr gut, das hat geklappt. Gibt es hier noch Wölfe? Natürlich gibt es hier noch Wölfe. Wir brauchen dieses Turm unter anderem auch, damit wir hier einmal dicht machen können. Weil die Schwerter gerade scheinbar nach hierhin zurückgekehrt sind und hier weiter ihr Leben verwirrt fristen wollen. Auf euren Befehl. Ei. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. 195. Wir nehmen den Boden. Steinbruch ist bald müde. Steinbruch muss bald schlafen. Wir brauchen natürlich auch noch den Buff davon, dass es unser Territorium ist, um die Wölfe wirklich bekämpfen zu können. Den Löwen hatten wir halt keine Chance. Der Bär, der da oben existiert, könnte auch noch einen Ärger machen. Aber solange wir einfach nichts hier oben ansiedeln, kein Viehzeugs, dann wird das hoffentlich gehen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Sofort. Sagst du mir, du kommst denn nicht ran? Nicht aufgeben. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Sie hat eingekriegt, oder? Ja. In den Kampf. Einem Steinmetz. Gut, wir haben größere Mengen an Wild jetzt. Steinmetz, Wild am Stein. Dann legen wir die beiden still. In Augen haben wir 5 noch. Okay. Wir haben ja keinen. Die werden die Edelsteine verbrauchen, ist das Problem. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ich möchte also die Wölfe tot haben vorher. Bevor der Streik losgehen kann. Wo ist der letzte Hund? Da ist der Köter. Schlag ihn. Okay, das waren die Hunde hier erst einmal. Gut. Nächster Schritt. Wir erlauben wieder die Produktion von Brot. Wild lasse ich, Wurst lasse ich noch nicht zu. Ah, nee, genau, Steinmauer. Wir hätten nicht Wurst zulassen sollen. Vergessen wir das. So, Wurst wird zugelassen.
Wie viel Getreide haben wir in Reserve? Genug. Wir wollen eine Steinmauer drumherum ziehen. Das ist eine verdammte Lüge. Uneben um zu bauen. Ich sollte speichern. Okay. Wir sollten von hier oben runterziehen. Palisaden bringen nichts, die kriegen nämlich ihre eigenen Fackeln hier wieder her. Ah, das unebene Gelände die ganze Zeit. Das wollen wir nicht. Hier kann man durch, das ist nicht so schön. Naja. Auch nicht wirklich im Sinne des Erfinders, um die Wahrheit zu sagen. Aber wir eigentlich vorhatten, eine Palisade hinterzuziehen, die wir ersetzen können jederzeit. Ansonsten brechen die auf der da oben durch. Nein! Das ist nämlich das Problem. Ich möchte nicht, dass die in der Lage sind... hier rauszukommen. Wir müssten die woanders einsperren. Und die Palisade ist wichtig. Die muss ersetzt. Wir brauchen die ersetzbare Palisade dahinter. Ah, dass das kaputt gegangen ist mit der Straße, natürlich ein bisschen tragisch. Weiß, vielleicht lassen sie sich ja hier einsperren. So. Wäre schon lustig. Aber machen die nicht mit. Was benötigt? Gräfin. Natürlich braucht es Gräfin. Die beiden sind ärgerlich, dass sie nur draußen frei rumlaufen, aber da macht man halt nicht so viel. Die können nicht so viel machen, ist halt die Sache. Außer dem Umstand, dass sie ihre Fackeln theoretisch die ganze Zeit nachfüllen können. Wenn wir sie tot haben, sind sie natürlich tot, aber das ist eine Uncle Sam Karte. Was? Was belästigt euch hier? Brauchen die Edelsteine nicht? Doch, die brauchen die Edelsteine. Die Sache ist, das ist eine Uncle Sam Karte. Also werden die Truppen wahrscheinlich eine Moral haben von 40.000 und nicht tot zu kriegen sein im direkten Kampf. Und unsere Truppen natürlich einfach alle one-hitten. Darauf muss man eingestellt sein. Entsprechend ist das keine so gute, großartige Option.
braucht Edelsteine, die wir nicht haben. Sendet mir euren Tribut. Steine können wir gerne kriegen. Wir haben hier unten noch ein Territorium, das wir nehmen können. Machen wir das auch mal direkt. Hier gibt es Wild, gibt es hier auch wieder Wölfe. Da gibt es Wölfe. Stopp die Produktion. Okay, ganz ehrlich, wo? Wo seid ihr schon wieder hergekommen? Ach, natürlich respawnt das Mistzeug. Nee, das Mistzeug kommt von hier unten. Sendet mir euren Tribut. Alles klar. Wie ihr wünscht. Okay. Das Mistzeug. Wo lebt das? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Nicht sicher, wir könnten. Ich würde das Eisen hier schon gerne haben, aber das können wir vergessen. Da brauchen wir Milch, um an Eisen ranzukommen. Das geht ja. Um an dieses Eisen ranzukommen, brauchen wir allerdings einen Pfad. Mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wo wir ein bisschen Wurst opfern müssen. Jawohl. Wo ist das? Wo sind die Wölfe? Da. Flaxi. Nein. Wenn sie nicht auf unserem Territorium sind, schaffen wir sie nicht. Und nicht ohne Gebet. Ei, jawohl. Schon unterwegs. Verstanden. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Jawohl. Mach den weg. Jedes Mal, wenn wir jetzt rüberkommen, schlag sie. So, wir haben 19 Edelsteine. Wir könnten eine Gerberei schon in Auftrag geben, um Kleidung schon mal herzustellen. Die müssten wir aber direkt in der Produktion verbieten, damit sie nicht die Edelsteine verbraucht, die wir haben. Wurst ist übrigens schon verbraucht. Wir können schon mal keine Pfade bauen. Von mir aus. Bauen wir halt keine Straßen. Die würden uns unsere Farbe verbrauchen. Die Farbe brauchen wir auch gerade dringlich. Hier ist die nächste Sache. Wenn wir das jetzt abschließen. Die werden sich nicht. Die werden ihre Fackeln nicht benutzen, um sich durchzubrennen, um nach Hause zu kommen. Das bedeutet, wenn wir das Gebiet hier jetzt einfach mal abschließen mit unseren Palisaden. Und die ausschließen von dem Außenposten. Dann werden die ihre Fackeln wahrscheinlich am nächstbesten Außenposten sowas verbrauchen. Aber die können die nicht hier unten nachfüllen. Das heißt, die werden dann hier keinen Ausfall machen können. So. Dann sollen die hier eingesperrt sein von mir aus. Na, das war Teil der Übung. Ich muss mich in die Burg zurückziehen.
Wenn wir dazu bringen können, dass sie jetzt hier ihre Fackeln verschwenden. In diesem Bereich. Speichern wir. Dann wäre das cool. Dann müssten wir nur verhindern, dass sie den anderen Außenposten erreichen können. Und dann stehen die hier. Zwar im Weg, aber ohne Fackeln. Und das ist in Ordnung. Da habe ich gar kein Problem mit. Dann müssen wir nur das hier abschließen. Und da finden wir bestimmt einen Weg. Von hier hinten. So. Da kommen die nicht hier dran. Und dann sind sie mir eigentlich so egal. Komm, sperrt sie da ein, sperrt sie da ein, sperrt sie da ein, Bob. Bob, mach das. Sehr gut, die sind da drin. Können sich von mir aus frei brennen, wenn sie müssen. Aber die können nur einen Palisadenabschnitt zerstören. Und dann war es das mit denen. Verstanden. Schon unterwegs. Kämpft weiter. So, weiter ausbauen. Okay, das waren die. Jetzt hört auf, meinen Wild zu ärgern. Gut, mit dem Bären kriegen wir uns nicht geprügelt, oder? Ich würde mich überraschen, wenn der Bär uns nicht one-hittet. Es gibt kein Zurück. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Können wir knicken. Ich will den Bären trotzdem aus dem Weg haben. So, die sind jetzt also erstmal still. Im besten Fall, wenn die roten Katapulte auspacken, um uns zu foppen. Oh, guck mal, oh, sehr gut. Wir haben bei denen einen Massenstreik ausgelöst, weil die keine Versorgung mehr bekommen können. So war das auch ein bisschen gehofft. Perfekt.